Sie darf es nicht, aber warum, meine lieben Geschwister? Nicht, weil sie nichts wert ist, nein, das sei fern. Eine Frau ist sehr wertvoll, ja, genauso wie der Mann auch. Aber die Frau darf nicht predigen, meine lieben Geschwister, weil die Sünde durch sie hineinkam. Ganz einfach, der Satan kam und hat Eva angesprochen. Warum hat er nicht Adam angesprochen? Der Satan, die Schlange, hat sich an die Frau rangemacht, weil er ganz genau wusste, wie die Frau tickt. Eine Frau geht immer nach dem Gefühl, ja? Und da sind viele Emotionen mit im Spiel. Ja, ihr Lieben, wir machen direkt weiter. Satan wusste genau, wie Eva tickt. Wir geben natürlich der Eva die Schuld. Das ist ganz einfach, der Eva die Schuld zu geben. Doch, denken wir mal weiter, tun wir unseren Horizont mal ein bisschen vergrößern hier. Satan wusste ganz genau, wie der Mensch, wie der Mann tickt. Denn der Mann, ich habe ein Video zu Turga Yazar gestern gemacht, da erkläre ich das auch, dass ihr nicht denkt, ich habe das dann wieder reingefügt, wenn ich das Video von gestern von Turga Yazar nochmal hochlade. Nur ist mir das hier jetzt ein bisschen wichtiger gerade, als wie das über Turga Yazar. Da erkläre ich das genauso. Satan, ja, wusste ganz genau, dass er Adam, ja, einfacher durch Eva bekommt. Er wusste ganz genau, ja, dass Eva, dass Adam, dass das Eva der Angelwurm ist, ja. Eva ist der Angelwurm, also Satan schmeißt den Köder aus. Gestern habe ich es ein bisschen falsch dargestellt, jetzt mache ich es mal richtig, aber ich lasse es einfach mal so jetzt gestern das Video. Satan wirft die Angel aus, ja. An den Angelhaken, der Wurm, ist Eva, ja, und Adam ist der Fisch, ja. Satan wusste ganz genau, dass er den Adam durch die Eva viel einfacher in die Sünde bringen kann. Für uns ist es natürlich jetzt einfach zu sagen, ja, alles wegen Eva. Ich war damals auch so, gebe ich ja zu. Ich war damals auch so, wo ich jung war, habe ich auch so gedacht. Ihr Frauen, bla bla bla, wegen euch ist alles dran. Ich war damals, das hat mich sogar richtig genervt. Ich so, wie konnte das sein, ja, wegen euch Frauen, ihr seid schuld an allem, so in der Art, ja, mal übertrieben gesagt. Kann ich verstehen. Aber wie gesagt, wir müssen unser Horizont erweitern, indem wir nämlich, wenn wir von Satan sprechen, ganz genau wissen, dass er Intrige benutzt, ja, um andere zu verführen. Und hiermit, er wusste ganz genau, was er hier tut. Er wusste genau, wenn ich erst Eva verführe, die schöne, das schöne weibliche Wesen, ja, geh zu einem Mann, so sage ich das auch in einem anderen Video, geh zu einem Mann und sag ihm, gib mir deine Frau für 1 Million. Der Mann wird sagen, unmoralisches Angebot, nee, du. Wenn der aber kommt und sagt, gib mir 1 Milliarde. Das ist schon eine ganz andere Frage. Horizont erweitern. Da kommt einer und sagt, unmoralisches Angebot, 1 Milliarde. Du gibst mir deine Frau. Sagt mir, Leute, wie viele von euch würden sagen ja und wie viele würden von euch sagen nein. Versteht ihr? Gut, hier ist es das Geld. Ja, hier ist es das Geld, das verführt. Aber hier sehen wir, dass der Sinn und Zweck, ja, der Sinn und Zweck, die den Mann zu verführen, dass er durch Geld, die Wurzel alles Übels, seine Frau verkäuft. Ja? Die Verführung, das Geld ist. Und hier war die Verführung, ja, die Täuschung, die Intrige in den Apfel zu beißen und zu versprechen, dass sie göttlich werden. Das wirst du ja auch nachher gleich sagen in dem Video. Und dass sie dann wie Gott werden. Hier hat keiner mehr Unrecht getan und keiner weniger Unrecht getan. Beide sind der Sünde verfallen. Beide sind der Sünde verfallen. Die eine im direkten Weg, der andere im indirekten Weg. Auch Adam hätte sagen können und stark bleiben können und sagen, nein, Gott hat so und so gesagt, warte doch erstmal, bis Gott kommt, mal sehen, was er sagt. Nein, er hat direkt auch in den Apfel gebissen und das hat Satan gewusst, lieber Markus. Ja, Horizont erweitern, mein lieber Bruder. Nochmal kurz zu dem Thema, wir sollen für die Politiker beten. Was soll denn passieren? Wir beten also für die Politiker, ja, die antichristlichen Politiker, ja. Und dann werden die Christen und sagen, was ich hier tue, ist ja ganz falsch, dann gehen sie aus der Politik raus und dann, was haben wir dann erreicht? Dass die dann Christen tun und von heute auf morgen den Wille des Vaters tun, haben wir das dann erreicht? Wo doch Gott sagt, Jesus sagt, dass Gott, dass Satan der Gott dieser Welt wurde. Was heißt denn das? Wenn Satan der Gott dieser Welt ist, dann muss es mal mindestens 50% sein, Leute, die sich für Satan entschieden haben. Wir sehen es ja, Illuminati, Islam und so weiter. Wir sehen, dass Islam 2 Milliarden Anhänger hat. Ja?
Und wir sehen das ganz klar, dass das antichristlich ist. Ja? Wir sehen, dass es viele Ideologien gibt, alle Streuungen und so weiter. Die einen die anderen kritisieren, die anderen das, die anderen das. Da sehen wir ganz klar, dass sie wissen ganz genau, was sie tun. Ich glaube, die machen einfach irgendwelche Fehler, aber sie wissen ganz genau, was sie tun und wen sie dienen. Denn Jesus sagt, ja, Satan ist der Gott dieser Welt. Wenn Satan der Gott dieser Welt ist, dann haben diese Leute sich für ihn entschieden. Ihr seht doch, was die Leute alles sagen. Geht mal nach Philippinen. In Philippinen machen die Hexenbeschwörung und was weiß ich was alles. Tun westliche Menschen, die Christen in Asien, tun Leute, die westlichen Christen anrufen, von denen Geld verlangen, die total verarschen. Sie haben sich für Satan entschieden. Denen ist egal, was ihr fühlt. Denen ist egal, wie man euch verarscht. Mir ist das sogar passiert. Ja? Mir ist das sogar passiert. Ja, ich habe ja immer in meinem Leben viel geholfen, ja, und habe auch einmal einer Person geholfen, die ich überhaupt nicht kannte, ja, und habe mir gedacht, okay, ja, aber ich kannte ihre ganze Familie, versteht ihr? Da habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du es ja mal wagen, ja, und so schlimm war es ja gar nicht, ja, hat mir immer Fotos geschickt, hat immer bewiesen, dass das Geld wirklich dahin geht, für was sie es wollte, versteht ihr, was ich meine? Und das war ja auch nicht die Welt, ja. Das war nichts, ja. So, und das passiert jedem. Das passiert jedem Mal, ja. Und was ich euch sagen will, ist, wenn Jesus sagt, dass ja, diese Menschen haben Satan erwählt. Sie sagen, scheiß auf diesen Mensch, ja. Der hilft mir, aber danach mir scheißegal, ja. Danach seid ihr nicht mehr da. Ihr existiert nicht mehr für diese Person. Solange ihr, ja, noch hilft, ja, solange nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr dann sagt, hier, pass auf, ich hab dir schon ein bisschen geholfen, es reicht jetzt, ich bin nicht dein Vater oder sowas, dann auf einmal merkt ihr, versteht ihr, was ich meine? Und ich meine, sag mal so, wer drauf reinfällt die ganze Zeit, ist ja auch selbst schuld. Das kann ja einmal passieren, da sollte man aber auch aufgeweckt werden, ja. Und hier, das ist genau das, Jesus warnt uns vor den Leuten, die Satan als Gott haben in dieser Welt, und wir tun uns nicht dagegen, wappnen. Wir sagen, lasst alles so geschehen, wie es ist, ja. Nein, ja. Und was soll jetzt hier passieren? Wir tun die Leute, wir sollen, die sind antichristlich. Ja, wenn sie antichristlich sind, was heißt das? Diese Leute haben den Welt, haben schon Satan als Gott gewählt. Was glaubt ihr, wir beten jetzt für sie? Ihr Herz ist verstockt und sie werden jetzt christlich und verlassen die Politik und gehen jetzt rum und tun Menschen zum Christentum bringen, die antichristlich sind, laut deiner Aussage. Die haben schon Satan als Gott erwählt. Da kannst du beten, wie du willst. Glaubt ihr, ihr könnt Menschen retten, die im Herz verstockt sind? Moses hat es nicht mit dem Pharao geschafft, das ist das beste Beispiel. Gott hat immer wieder sein Herz verstockt. Der Gott sah ganz genau, der Pharao sah ganz genau, dass Gott hier am Wirken ist. Und dennoch, ja, wollte er es nicht einsehen. Er hat es mal eingesehen und sagte, wahrlich, du bist ja wirklich hier von einem Gott, weil er alles gesehen hat mit den Plagen. Was war aber hier der Fehler? Der Fehler von dem Pharao war, sich nicht zu entschuldigen und nicht zu sagen, ich bin kein Gott vor allen Leuten und den Leuten Freiheit zu gewähren und sich zu bekehren. Das ist genau das. Ja, du verlangst, dass wir für den Pharao beten, obwohl er sich nicht ändern will. Das ist, was du hier verlangst. Ja, du verlangst, dass wir für den Pharao beten, der dann im Meer umgekommen ist. Er hat sich nicht geändert, obwohl er selbst die Wirkung Gottes, ja, die Plagen gesehen hat. Was erwartest du von einem Politiker, der antichristlich ist, an gar kein Gott, glaubt, der Satan zu Gott hat? Ja, der wird sich nicht ändern. Ja, was nützt dir dieses Beten an diese Leute? Ja, wir sollen beten. Aber ich rede jetzt von deiner Aussage. Meine Meinung ist, wir können für sie beten, weil ich kann nicht beweisen, dass sie antichristlich sind. Du hast gesagt, dass sie antichristlich sind. Du hast es gesagt. Wenn du sagst, dass sie antichristlich sind, haben sie sich für Satan entschieden. Und dann kannst du nichts mehr machen. Sie haben sich gegen Gott gestellt und werden bis zum dritten, vierten Glied verstockt im Herzen. Ja? Denn mit Gott spielt man nicht. Ihr versteht eins nicht. Ihr könnt euch nicht für Satan entscheiden. Ja? Wenn ihr von Gott wisst. Ja? Wenn ihr von Gott wisst und seine Lehren, wer Gott ist und so weiter und euch dafür Satan entscheidet und dann sagt ihr, ich wollte ja nur mal ein bisschen Geld und reich in der Welt sein und am Ende, hier Gott, hier bin ich wieder, ich wollte doch nur ein gutes Leben haben, vergib mir. No, amigo, no. Ja? Wobei ich aber andersrum wieder sage, ein Mensch, der in falschen, schlechten Kreisen kommt, Satanismus betreibt, ja, von Gott und der Bibel aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat, dass es dann aber zu Gott kommt, denke ich, dass er Vergebung hat.
Aber jemand, der ganz genau weiß, wer Gott ist und die Bibel kennt, wer Jesus Christus ist und so weiter, was er von uns verlangt. Ja, Liebe. Ja. Und sich für, gegen ihn entscheidet. Tja. Der sagt ganz Gott ganz klar. Ja. So, wir machen weiter. Also, was passiert? Der Satan kommt als allererstes mit einer Lüge und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem dieser Bäume essen dürft? Eine Lüge hat Gott gar nicht gesagt. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von diesem einen dürft ihr nicht essen. Ja? Und damit hat er Eva schon gekriegt, in ein Gespräch verwickelt. Und dann kommt etwas ganz Interessantes, ja? Warum Eva eigentlich in die Frucht gebissen hat, meine lieben Geschwister. Eva hat in die Frucht gebissen, weil der Satan gesagt hat, ihr werdet gewiss nicht sterben, nein, ihr werdet sein wie Gott. Und daraufhin hat Eva in die Frucht gebissen. Und das ist das Problem. Und was hat Adam gemacht? Adam hat sich von Eva verführen lassen. Ja? Und ich kenne das nur zu gut. Daheim ist es nun mal so, dass ich mich mehr... Adam hat sich nicht von Eva verführen lassen. Eva ist keine Verführerin. Eva ist der Verführung widerfallen und hat rezitiert, was Satan gesagt hat. Wenn du rezitierst, wenn du einen falschen Satz rezitierst, ist es nicht unbedingt deine Meinung. Du hast nur geglaubt, was dir da jemand gesagt hat. Eva, wir müssen aufpassen, denn das ist ein ganz großer Fehler, den wir heute im Weltbild haben. Wir geben der Frau heute so viel Schuld. Ich habe das früher selbst getan, ich gebe es zu. Und da passiert das, dass wir anfangen, in der Liebe schwinden. Wir dürfen der Frau nicht die Schuld geben dafür, denn wir sind eigenverantwortlich. Ja? Eva hat nicht Adam verführt. Ja? Indirekt, ja. Aber wer ist der Verführer? Wenn wir sagen, ihr müsst nur eins verstehen. Ja? Ihr müsst nur eins verstehen. Wir Menschen sind keine Verführer von Naturellen aus. Es ist Satan ist der Verführer. Wir können einem Menschen nicht das Verführen zuschreiben. Man sagt zwar, du hast mich dazu verführt. Doch welcher Geist hat dich in Wirklichkeit verführt? Satan. Ja? Und warum ich das sage, ist, damit ihr das euren Kindern so beibringt, damit die Kinder nicht, wie ich damals als Kind dachte, ah, ihr Frauen, ihr seid allein schuld. Ja? Gott sei Dank hatte ich so eine tolle Mutter, sonst hätte ich, wo ich gesehen habe, wie sehr sie mich um gekümmert hat und immer, wisst ihr was, ich mein Bett eingewiegt hat und sowas, sonst hätte ich, wenn ich zum Beispiel eine grausame Mutter gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, wer weiß, was da passiert, hätte ich wahrscheinlich Frauen gehasst, erstmal die Hälfte meines Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind Sachen, auf die wir hinarbeiten müssen, unseren Horizont erweitern müssen, Präventivmaßnahmen machen, dass solche Sachen nicht passieren. Wenn wir sagen, Eva hat Adam verführt, die Frau ist schuld, die Frau darf nicht lernen, weil sie sich verführen lassen hat zuerst, Adam wurde genauso verführt. Heute wirst du auch verführt. Jeder Mann wird heute verführt. Jeder Mann ist heute ein Sünder. Und nicht, weil irgendeine Frau ihn zur Sünde gebracht hat. Ja? Der Mann geht stehlen. Ach, hat die Mutter gesagt, geh stehlen? Hat es seine Frau gesagt, geh stehlen? Ja? Der Mann geht schlagen, der Mann geht Krieg machen, der Mann macht so viele Sünden. Ja? Und wir geben der Frau heute Schuld. Ja? Welche Frau war es? War das Eva? Wollen wir Eva die Schuld geben, dass wir heute das oder ja, wenn das jetzt jemand machen würde als Beispiel, ja, Drogen nehmen, klauen, jemanden schlagen, Krieg machen, Lügen, räuberische Erpressung, Diebstahl, Banküberfall, welche Frau wollen wir jetzt hier der Schuld geben? Welche Frau wollen wir hier der Schuld geben? Haben wir nicht aus eigener Schwäche gehandelt? Ja, und das müsst ihr den Kindern mitbringen, mitgeben, mitlehren, denn sonst, wie wir seht, Leute. Ich gebe mal ein Extrembeispiel, damit man es immer sehr gut verstehen kann. Ich gebe immer Extrembeispiele, so könnt ihr es einfach verstehen und nachvollziehen. Im Islam wird die Frau komplett, ja, fast schon kriminalisiert. Ja? Sie ist ja schuld an allem. Sie ist dreckig. Ja? Die Frau kommt in die Hölle, weil sie ihre Periode hat, sagt Mohammed. Ja? Weil sie unrein ist. Ja? Weil sie dumm ist. Ja? Das heißt wirklich so, die Frau ist dumm. Die Frau wird im Islam gehasst. Ja? Die Frau wird gehasst. Die meisten Bewohner der Hölle sind Frauen, sagt Mohammed. Versteht ihr, was ich meine? Und das glauben die Muslime, weil sie von klein auf indoktriniert sind. Und das passiert uns Christen genauso.
Wir müssen besser sein als der Islam, besser verstehen, unseren Horizont viel mehr erweitern. Wir können nicht unsere Kinder darauf erziehen, dass die Frau schuld an allem ist. Habt ihr verstanden? Natürlich habt ihr verstanden. Mehr mit dem Wort Gottes beschäftige und oftmals weiß ich, was geschrieben steht, aber weil meine Frau auf irgendwelche Dinge besteht, mache ich es trotzdem. Hab nicht auf das Wort Gottes gehört, sondern auf die Gefühle meiner Frau geachtet. Ja? Die Frau soll still sein in der Gemeinde, heißt auch nicht, dass sie nicht den Mund aufmachen soll. Eine Frau soll sich klein machen vor dem Mann, aber nur aus einem einzigen Grund. Sie soll sich klein machen, damit der Mann sie besser erhöhen kann, damit er sie besser tragen kann. Nicht, weil sie keine Rechte haben soll, ja, das haben auch einige Brüder komplett falsch verstanden, ja. Der Mann soll seiner Frau... So, ihr Lieben, ich weiß, ich rede viel drum herum, das ist nur ein 30-Minuten-Video, aber ich, wie ihr seht, habe ich immer viel zu sagen, ja, das ist es ja, ja. Pass auf, ich wollte euch das, die Gemeinde erklären. Was ist denn die Gemeinde, ja? Ihr glaubt, ja, ihr glaubt, dass jede Gemeinde, überall wo sich eine Gemeinde bildet, ja, gleich eine Gemeinde ist. Was ist denn die Gemeinde? Was sagt denn Jesus Christus? Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Die Gemeinde ist, die Jesus Christus folgt. Natürlich sind wir Sünder, ja, aber im größten Teil seine Gebote halten. Wir sind Sünder und werden weiterhin Sünder bleiben. Das will ja keiner abstreiten. Aber was ist denn die Gemeinde? Die Gemeinde ist dies, die absolut im Weg Jesus Christus ist. So, stellt euch das jetzt so vor. Ja? Der Weg, stellt euch vor den Weg. Jesus Christus, verteilt auf die ganze Erde. Ja? Glaubt ihr, dass jede Gemeinde, jedes in jedem Dorf, jede Kirche, die Gemeinde Jesus Christus, der Weg Jesus Christus ist? Seht ihr? Horizont erweitern, Leute. Wie, wer ist denn die Gemeinde? Wenn ihr jetzt den Weg nehmt, ja? Ihr nehmt jetzt den Weg und teilt diesen Weg Jesus Christus auf die Erde auf. Also in diesem Moment. In diesem Moment, wer dem Weg Jesus Christus folgt, nicht der gesamte Weg der ganzen Welt, der ganzen Geschichte. Jetzt im Moment, ja, diesen Weg, wer jetzt den Weg Jesus Christus folgt, wer den Wille des Vaters tut, der ist so schmal, nimmt mal diesen Weg, ja, und versucht ihn jetzt mal in alle Gemeinden dieser Welt, in jedem einzelnen Dorf, in dem die Kirche steht oder Gemeinde ist, ja, aufzuteilen. Ganz schön großer Weg, nicht wahr? Sagt Gott nicht, dass dieser Weg schmal ist. Gott sagt, der Weg ist schmal und wir glauben, dass jede Gemeinde eine Gemeinde Gottes ist, der Weg Jesus Christus ist. Jeder Weg führt nach Rom, heißt es. Somit, da würden wir heißen, jeder Weg führt zu Jesus Christus. Ist das aber nicht, der Weg ist schmal. Ja? Was heißt das? Das heißt, der Weg, ja, den müsstet ihr auseinandernehmen. In Punkte verteilen, weil der Weg so klein ist, den müsstet ihr in Punkte verteilen auf die echten Gemeinden, die Jesus Christus folgen. Wer weiß das schon, wer das ist? Ja? Wer den Menschen vertraut, sei verflucht. So, wer ist nun die Gemeinde? Diese kleinen Punkte verteilt auf die kleinen Orte, die dem Weg Jesus Christus nachfolgen. Die paar kleinen Gemeinden sind der Weg, ja? Also die dem Weg Jesus Christus folgen. Stellt euch das vor, ihr zoomt jetzt in die Erde rein zu einem Punkt. Was seht ihr? Ihr seht die Gemeinde, ein Haus. Ihr seht ein Haus, eine Kirche, was auch immer. Nicht alle Kirchen sind schlecht, es gibt gute kirchliche Institutionen, ist ganz klar. Ja, auch katholische, ist ganz klar. So, jetzt zoomt mal von dem Bild, ja, wo überall Punkte verteilt sind auf der Erde. Ihr guckt gerade vom Universum, sag ich jetzt mal, von der, ja, Vogelperspektive. Jetzt zoomt mal zu einem Punkt im Geiste. Was seht ihr? Ihr zoomt zu einem Punkt, was seht ihr da? Ihr seht eine kleine Auffahrt, diesen kleinen Weg, ja, der aufgeteilt worden ist. Ihr zoomt und seht diesen kleinen Punkt als eine Auffahrt, ja, mit dem ihr zum Beispiel mit dem Auto auffahren könnt, ja, nur dass ihr es versteht. Das ist so ein ganz kleiner Weg eingeteilt in diese Gemeinde, der zu dieser Gemeinde führt. Ja, das ist die Gemeinde. Klein. Ein kleiner Weg. Aufgeteilt auf die echten Jünger Jesus. So. Was sind die falschen Gemeinden? Die falschen Gemeinden sind überall da, wo diese Punkte nicht sind. Jetzt kann es aber passieren, dass eine Frau, ja, eine Frau, die nicht selbst der Punkt ist, weil sie alleine da steht und in eine Kirche reingeht, in eine Gemeinde reingeht, was auch immer, ja, und sie aber bibeltreu ist. Was passiert? Der Pfarrer lehrt falsch. Die Leute sind alle menschenverliebt, Paganen, ja,
veganen Menschen verliebt, was auch immer. Und diese Frau ist die einzigste, die in dieser Zone, ja, eine 3000 Gemeinde, ja, sagen wir mal ein Dorf von 3000 Gemeinde, oder 1500, sagen wir mal, ja, ein Dörflein, und alle sind Paganen, Menschen verliebt, ja. Erbitten Heilige, obwohl Jesus Christus sagt, ihr bittet in meinen Namen. Jesus Christus sagt, er bittet in meinen Namen und ich werde euch geben. Und wir erbitten in anderen Namen. Jesus sagt, er bittet in meinen Namen. Es ist so schwer zu verstehen. Und wir erbitten in Petrus, Paulus, Heilige Antonius, was weiß ich, wen, in Maria, Mutter Gottes. Wie du nachher im Video sagen wirst, ja, Gott hat keine Mutter. Ja. Ich will ja nicht alles kritisieren. Du sagst hier sehr viel richtig, aber auch zu viel falsch. Ja. So. Und die Frau, beziehungsweise hier zu diesem Thema, jetzt sagst du nichts falsch, oder sagt er es richtig, ja, die Frau soll in der Gemeinde schweigen, das ist schon klar, aber wenn die Frau in einer Gemeinde ist, wo sie die einzigste Bibeltreue ist, Jesus treue ist, darf sie um Himmels Willen dem Pfarrer ganz klar sagen, raus hier, du lernst hier falsch und lass mich mal den Ruder übernehmen, bis sie einen Mann aufweckt und dieser Mann den Ruder wieder übernimmt. Versteht ihr? Das ist die Gemeinde. Wenn es in einer Gemeinde gar keine christliche Gemeinde gibt, bis auf eine Frau oder nur Frauen, dann darf sie den Ruder übernehmen. Wenn die Frau aber ganz klar sieht, dass dieser Mann bibeltreu ist, Jesus treu ist, soll sie schweigen. Ist ganz klar. Wenn der aber keine bibeltreu Jesus treu ist, dann darf sie ganz klar den Ruder übernehmen. Ja? Weil in ihrem Herz, ja, sie aus der Liebe heraus den Menschen die Wahrheit bringen will. Dann tut ein Mann sehen, ja, hey, die hat mich gerade aufgeweckt, sie studieren gemeinsam, die beiden dürfen dann gemeinsam studieren, die Frau ihm die Meinung sagen, das dürfen die zu zweit, ja, und dann der Mann dann, wenn er dann auf den richtigen Weg kommt, bibeltreu, jesustreu spricht, er dann wieder das Ruder in der Gemeinde übernehmen, aber den falschen Priester oder Lehrer, was auch immer da oben, sofort entfernen, ja, das ist die Gemeinde, ja, zu wissen, was ist denn überhaupt die Gemeinde? Nicht alles sind Gemeinden. Und wenn eine Frau die einzigste Bibeltreue, Jesustreue ist in einer Gemeinde, muss sie den Ruder übernehmen. Sie kann doch nicht stillschweigend zugucken, wie sie in die Hölle fahren. Ja? So, ihr Lieben. Frau auf Augenhöhe begegnen, so wie Christus dem Mann auf Augenhöhe begegnet. Und genau das, ja, das ist ein Punkt, was heute in die Gemeinde gekommen ist. Ja, wie gesagt, Frauen leiten Gottesdienste, sind Prediger, sind Pastorinnen, ja, oder die Schwestern bedecken auch nicht mehr ihr Haupt, ja, obwohl es doch ein Gesetz ist, ja, es gehört zu Gottes Ordnung, genauso wie der Mann das Haupt nicht bedecken darf, während er predigt, betet, weissagt, aus der Bibel liest, ja, es ist. So, hier haben wir leider wieder ein etwas heuchlerisch von dir und auch von mir. Ich habe auch mal eine Käppi angehabt, ich habe auch mal ja, mein Kettchen an, mein Ringchen an, ja, stimmt. Aber wir können nicht etwas lernen, wenn wir es selber nicht tun. Ich kann mich genau erinnern, vor, lieber Markus, seit 5 Monaten auch bei dir, ich habe ja gesagt vor 8 Monaten, dass ich mir keinen mehr von euch angucke, tut mir echt leid, weil ihr alle dasselbe aussagt. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der sagt, lasst jeden Christen tun, was er ist. Also ich habe es von allen anderen bis jetzt nicht gehört. Beziehungsweise Abdul sagt solche Sachen nicht, Werner Gitt sagt solche Sachen nicht, ja. Ich sage nicht, dass ich sage jetzt die Leute, die ich nicht mehr angucke, ja, ihr sagt das alle, dass ihr nicht den einen zuhören könnt und den anderen zuhören könnt, ja, Suggestionen macht, ja, suggeriert. Die ich mir nicht mehr angucke, weil das einfach nicht geht. Denn ich sage, lasst jeden Christen das tun, was er tut, das Gute behalten und Schlechte verwerfen. Jesus hat hier die Antwort, wie wir agieren sollen, nicht wie du das sagst, lieber Markus. Nicht wie Elia oder Amirs Bruder Resa oder sonst wer sagt. Wir handeln, wie Jesus Christus sagt. Jesus Christus sagt, das Gute behalte, das Schlechte verwerft. Mit einem Satz erklärt ihr euch, wie ihr euch zu verhalten habt. Doch ihr versteht nicht. Das Verhalten heißt, hört jedem zu, denn ihr könnt von jedem lernen. Ihr könnt von jedem Gutes erkennen, behalten, lernen. Doch auch Schlechtes erkennen. Das Schlechte verwerf. Ja? Und somit können wir auch dadurch anderen Brüdern helfen. Wenn wir sie nicht angucken, wenn wir den einen nicht mehr anklicken, können wir ihm doch gar nicht mehr helfen, lieber Markus. Wenn du uns sagst, das ist der falsche Weg, dann können wir einen Bruder, wenn wir einen Bruder komplett abstellen, ja,
können wir ihnen doch gar nicht mehr helfen. Ja, das ist jetzt auch heuchlerisch von mir, weil ich ja auch sage, ich gucke mir den und den nicht an. Ich gucke mir aber nicht jemanden an, der absolut der Gericht hält. Der Gericht hält und sagt, der Weg wäre, tut mir leid, ich kann mir nicht jemanden angucken, der sagt, der Weg ist was anderes als Jesus Christus. Ja, das Fundament ist das Apostolikum. Ja, tut mir leid. Ja, und die Sachen, die du vor ein halbes Jahr schon gesagt hast. Und jetzt genauso. Ja, Sachen sagst, wir sollen nicht predigen, doch eine Mütze aufhaben. Wie viele Videos hast du eine Mütze aufgehabt, lieber Bruder? Wie viele Videos hast du eine Mütze aufgehabt? Ja, habe ich auch mal gehabt. Meine Haare waren so durcheinander oder hin und her. Manchmal war das mir ist das in meinen Videos so scheißegal, wie der Hintergrund ist. Manchmal, ich tue mir manchmal nicht mal mein Wasser über die Haare, wenn es mir intensiv über Gott geht. Ja, da gehe ich so vor die Kamera, ja, so wie ich aussehe, und ist mir scheißegal, ja, weil wir hier von Gott reden. Ja, will jetzt hier nicht besser klingen, aber wenn wir das so lernen, dann müssen wir das auch so tun. Ja, manchmal mache ich auch politische Sachen, oder Vergleiche, ja. Dann denke ich mal, ist das auch in Ordnung, wenn du das dann machen würdest. Aber wie oft hast du gepredigt mit einer Käppi auf, lieber Bruder? Und du sagst, hier steht ganz klar, dass man das nicht tun soll. Aber du hast es selbst getan. Vergisst du schon selber, was du vor 3 Jahren hast du, glaube ich, angefangen, Videos zu machen, was du in den 3 Jahren selbst getan hast, was du uns hier sagst, nicht tun sollen? Das ist nicht, du hast mal 1, 2, 5 Mal eine Käppi aufgehabt, deine Haare lagen schief oder was auch immer. Selbst dann ist das auch nur eine Ausrede. Ist auch nur eine Ausrede. Ja, wir müssen strikt sein. Ja. Und gebe ich auch selber zu von mir, ja. Aber das ist ziemlich heuchlerisch hier, lieber Markus. Verboten, meine lieben Geschwister. Aber was macht man? Die Frauen von heute schminken sich und sehen aus wie Douglas im Gesicht, tragen Hotpants und Miniröcke, sind total aufgetakelt. Ich habe das schon mal gesagt, die Brüder gehen mit Cappies auf die Bühne, im Basketballtrikot, voll tätowiert, ja, kommen sie so in Gottesdienst rein, ja. Keine Ehrfurcht, keinen Respekt mehr vor dem Herrn. Das ist Katastrophe und das ist Abfall von der gesunden Lehre, meine lieben Geschwister. Ich wiederhole. Mein lieber Bruder, du gehst hier nur wieder aufs Äußerliche, ja. Woher weißt du, ich sag selber immer, ich von mir aus würde mich niemals einstechen und Tätowierungen machen. Ich habe das damals als Kind schon noch nicht gelesen in der Bibel. Ich wusste das gar nicht und wusste von mir, vom Gefühl aus, das ist falsch. Ich habe es irgendwie gespürt. Ja? Aber wir gehen hier vom Weltlichen wieder aus. Ja? Ganz klar, ein Christ, der das gelesen hat und sich weiter tätowiert, verstoßt komplett. Ja, und sagt, ach, tätowier mich weiter. Und jetzt auf einmal gehen wir aber wieder aufs Alte Testament. Jetzt auf einmal können wir Altes Testament verwenden, aber vorher kritisieren wir Leute, die Altes Testament lehren. Wir sollen uns nicht einstechen. Ach, es gibt doch jetzt, ja, versteht ihr, was ich meine? Ach, jetzt ist doch ein neues, jetzt ist ein neuer Bund da, ja. Suggerieren, das zählt gar nicht mehr, aber jetzt das Tätowieren, das zählt und sieht schlecht aus und ist böse und hin und her. Woher wissen wir denn, dass ein Tätowierter, der in die Kirche geht, sich nicht schämt für die Sünde, die er getan hat, ja? Wir wissen doch gar nicht, was in ihm vorgeht. Er aber vielleicht 3.000 Euro im Monat verdient und 500 davon jeden Monat armen Leuten gibt. Wissen wir doch gar nicht. Das ist, was ich meine. Seid mehr in der Liebe. Seid mehr in der Liebe, ja? Ich sag auch, dass jemand, der sich tätowiert, dann liest, du sollst dich nicht einstechen, sich weiter einsticht, keine Gottesfurcht hat Gott somit nicht respektiert. Sage ich dir auch ganz klar. Aber jemand, der schon tätowiert war früher, ja, und diese Tätowierung hat, ja, warum soll er sich verstecken? Der ist nur in einem Raum, in einer Kirche. Der zieht, Gott weiß ganz genau, was er hat. Gott weiß, welche Fehler er hat, ja. Dass er tätowiert hat. Warum sollen wir das nicht wissen? Warum sollen wir das nicht wissen, welche Fehler er früher getan hat? Tut Buße. Wisst ihr, wir können vor Gott gehen. Wir können vor Gott gehen und Buße tun, das schämt uns schon manchmal. Wie oft schämt uns vor uns, gewisse Bußen vor Gott zu tun, die wir erst viel später tun, weil wir uns so geschämt haben. Und dennoch schämen wir uns vor Gott nicht so sehr wie vor Menschen. Vor wem habt ihr mehr Furcht? Vor Mensch oder vom Gott? Vor wem? Das ist auch hier wieder eine Suggestion, Suggerieren oder beziehungsweise Manipulation unbewusst, ja? Verdeckt euch, zeigt nicht eure Fehler. Nein, zeigt eure Fehler.
umso mehr Liebe könnt ihr von Christen erwarten. Wenn ihr seht, da kommt ein Tätowierter, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass er viel mehr geistlichen Konflikt hat. Viel mehr kann der Tätowierter erwarten, hallo lieber Bruder, dass er mehr umarmt wird und dass er sich nicht weiter tätowiert. Viel mehr kann man seine Sünden sehen und viel mehr dafür sorgen, dass er diese Sünden nicht weiterhin begeht. Wenn wir alle mit weißen Kleidern dastehen, wer will zu dir kommen und dich belehren? Wer will zu dich kommen und dich belehren, wenn er sieht, du bist, wenn er glaubt von dir, du bist reingewaschen in einem weißen Kittel, ja? Wer soll zu dir kommen und sich um dich bemühen? Wenn er glaubt, was soll ich ihm erzählen? Er weiß doch schon alles. Versteht ihr, was ich meine? So. Ich hole es jetzt zum dritten Mal. Ich habe schon in zwei Videos davor gesagt gehabt, ja, wenn Gott in der Bibel sagt nein, dann wird er nicht zu dir kommen in einem Traum oder in irgendeiner Vision und wird dir sagen, ja, das wird nicht passieren. Wenn jemand kommt und dir so etwas sagt, ja, dann halte dich fern von solchen Leuten. Meine lieben Geschwister, ja, wir erinnern uns, der Weg mit dem Kreuz, dann fängt das an. Wir laufen los, alles ist gut, aber dann fangen wir an, Pastorinnen, Predigerinnen. Männer lassen sich tätowieren und bedecken ihr Haupt und dann versteht ihr, was ich meine? Das ist ja auch das Problem, was wir haben, meine lieben Geschwister. Die Bibel spricht doch davon. Was glaubt ihr, warum Paulus gewarnt hat vor dem Abfall? Sogar Jesus hat vom Abfall gesprochen. Jesus hat mehr von Hölle gesprochen als vom Himmel. Ja? Und die Apostel warnen immer wieder davor, dass der Abfall kommen wird. Ja? Man wird sich andere Prediger holen, die nicht mehr das predigen, was in der Bibel geschrieben steht. Ja, sondern die Bibel sagt, sie werden kommen mit Predigten, was die Leute hören wollen, dass es ihnen in den Ohren kitzelt. Ja, dämonische Irrlehren, sagt die Bibel dazu. Das ist alles abweichend von der Schrift. Ich habe mir letztens eine Predigt angehört von so einer Gemeinde, die heißt ICF. Und da gab es dann eine Predigt, Leute, überzeugt euch selbst, ja. Ich will diese Leute gar nicht schlecht machen, aber ich möchte einfach darauf hinweisen. Und ihr könnt euch gerne mal das Video anschauen, das ich mir angeschaut habe. Und dann prüft selbst. Geht jetzt aber bitte nicht, meine lieben Geschwister, auf das Video und beschimpft darunter jetzt die Leute, die das Video gemacht haben. Und macht jetzt auch nicht alle Daumen runter oder so. Macht das nicht. Das ist auch nicht gut, ja? Aber guckt euch das einfach mal an, meine lieben Geschwister, um zu prüfen. Da seht ihr ein Ehepaar, ja, die predigen zu dem Thema Unterordnung. Meine lieben Geschwister, das war sowas von unbiblisch. Und zwar das ganze Video, was die erzählt haben. Das ist mit dem Wort Gottes nicht vereinbar. Aber schaut euch doch mal das an, dann wisst ihr, was ich auch meine. Ja? Paulus Best of, irgendwas von ICF, Unterordnung, Frau, Mann, Unterordnung. Aber wie gesagt, meine lieben Geschwister, ich bitte euch, beschimpft da niemanden, macht da nicht die ganzen Dislikes und so weiter. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen einfach nur nüchtern sein, wachsam sein, bei klarem Verstand und prüfen. Das soll unsere Motivation sein. Ja, aber ihr seht, meine lieben Geschwister, so entsteht ein ganz anderes Christentum, eine ganz neue Lehre. Dann haben wir nicht mehr eine apostolische Lehre, sondern wir haben eine Lehre, die auf Gefühlen basiert. Wir fangen an, Dinge zu predigen oder Prediger zu hören, etwas, das sich gut anfühlt. Wir schauen nicht mehr darauf, ob das jetzt biblisch ist oder nicht. Nein, wir gucken darauf, ob es sich gut anfühlt. Fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das gut an? Ja, und wenn wir denken, das fühlt sich gut an, dann denken wir, dass es richtig ist. Aber, meine lieben Geschwister, der Herr sagt, hey, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Was der Herr denkt und was richtig ist, das steht in der Bibel. Allein in der Bibel und nichts anderes. Ja? Und wenn ein Prediger kommt, der euch irgendwas vom Himmel verspricht, aber nicht das Ganze mit dem Wort Gottes auslegen kann, dann haltet euch fern von diesem Typen. Heute sind Pastoren in der Gemeinde, die kennen das Wort Gottes nicht. Ja, und das ist gefährlich. Aber es fällt nicht auf, weil die Schafe in den Gemeinden heutzutage selbst das Wort Gottes nicht kennen. Abgesehen davon dürfen viele keine Ältesten sein anhand der Schrift, weil Gott zeigt in der Bibel, was für Kriterien ein Ältester erfüllen muss. Aber weil die Leute von heute die Bibel nicht kennen, wissen sie natürlich auch nicht, was ein Ältesten ausmacht. Das ist das Problem, meine lieben Geschwister. Ja? Genauso hat sich noch eine böse Irrlehre eingeschlichen, ja? Und zwar, dass Jesus Christus nicht Gott ist, obwohl die ganze Schrift davon zeugt, dass Jesus Gott ist. So, ihr Lieben,
Ja, hier seht ihr es. Ja, er sagt dasselbe. Ja, ich zum Beispiel, das ist, was ich euch sage, ich gehe gar nicht erst irgendwo hin, wo Zeugen Jehovas sind. Wer nicht in der Liebe ist, ihr müsst auf Gottes Wort vertrauen. Ja, was ist ein Ältester? Ich sage selber, ich bin kein Lehrer. Das, was ich denke zu wissen, ja, gebe ich mit. Ich sage selber, ich bin kein Lehrer oder sonst was. Aber wie einfach ist es eigentlich, ein Ältester zu sein? Ein Ältester ist, kann, ist eigentlich so einfach. Ja? Hier, mein Freund, hier hast du die Bibel. Hier hast du die Bibel. Und ich gebe dir ein Herzen, lese, was Jesus Christus sagt. Denn der Psalm sagt, die wahren Zeugen ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jesus sagt, ich bin der Weg. Was heißt das? Dass nur Jesus Christus wir vertrauen können, dass nur das absolute Wahrheit ist. Dass er der Weg ist. So, und das ist, was ich immer meinen Leuten, was heißt meinen Leuten, mit den Leuten die in meinen Videos oder was ich denen immer mitgebe. Ich sage selber immer, vertraut mir nicht und vertraut den anderen nicht. Ja, in der Bibel steht das. Ja, sind wir nicht Sünder? Können wir nicht mal aus Versehen falsch geredet haben, obwohl unser Herz es gar nicht will? Reden wir nicht von Satan, der uns beeinflusst? Wer ist denn der Einzige, der nicht von Gott berührt, von Satan berührt worden ist? Gott, Jesus Christus, wurde nicht von ihm berührt. Also können wir davon ausgehen, dass er die absolute Wahrheit spricht. Und das sage ich immer meinen Leuten. Ja? Du willst ein Ältester sein? Gib einem die Bibel in die Hand und sag, lies. Ja, lies Jesus Christus. Lies Jesus Christus, lies die ganze Bibel, dass du auch von den Geschichten lernst, wie kannst du dich verteidigen, von wem musst du aufpassen, wer ist der Feind, ja, was sind die Gebote Jesus Christus, wer mich liebt, hält meine Gebote, was ist der Wille des Vaters, was hat denn der Vater getan? Der Wille des Vaters ist natürlich, das zu tun, was der Vater selbst getan hat. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt, sich, also, ja, Gott selbst, ja, wenn du mich siehst, siehst du den Vater, der für uns Menschen gedient hat, er hat den Menschen die Füße gewaschen, er hat einem Menschen die Füße gewaschen, Gott hat einem Menschen die Füße gewaschen, er hat damit zeigen wollen, ich diene dir. Ja? Er hat hier eine Gleichberechtigung zwischen Gott und dem Mensch in einer gewissen Art erschaffen. Wisst ihr, wie viel Liebe das ist? Ja? Er wäscht die Füße eines Menschen. Was hat er hier damit zeigen wollen? Ja? Und mein lieber Freund, und du willst, dass wir den Jüngern folgen. Die Jünger haben überhaupt nicht verstanden, was der Jesus da macht. Bis heute, ich wette mit euch, die Ehepaar, die mir zuhört, ich wette mit euch, ein paar von euch haben es bis heute auch nicht verstanden. Ich werde es euch erklären. Das heißt, ich diene dir, Mensch. Ich diene dir. Ja? Und so wie ich dir diene, Mensch, sollst du den Willen tun des Vaters. Der Vater dient dem Mensch. Also was, ja, also was ist der Wille des Vaters? Den Menschen zu dienen. Ja, ihn seine Füße zu waschen, einzusammeln, wenn er krank ist, seine Wunden zu ölen, wenn er behilflich ist, ihm zu helfen. Ja, für die Menschen beten, zu Gott zu beten. Denn selbst Jesus betete zum Vater. Wie sollen wir denn beten, Jesus Christus, Vater unser, der du bist im Himmel? Wir sollen beten. Sollen wir? Ja, Sünde, bekennen, dass wir Sünder sind, vergeben, dass auch uns vergeben wird, ja. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ja. Tut Buße, ja. Tut Buße. Jesus sagt, Vater, was habe ich, ja, Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist keine Buße, ja. Hier erklärt uns Gott zum Beispiel ganz klar, Gott kann nicht sterben. Wir glauben manchmal, dass hier Gott gestorben ist für uns. Nein, Gott kann nicht sterben. Gott, ja, ich wette mit euch auch, viele Christen von euch haben das bis heute nicht verstanden. Was heißt das? Vater, warum hast du mich verlassen? Der Vater, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Der Vater musste ihn verlassen. Ja, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Er musste ihn verlassen, damit er sterben kann. Denn Gott kann nicht sterben. Hier ist wirklich nur das Opferlamm Jesus Christus, das Fleisch, gestorben. Nicht Gott. Ja, seht ihr? Natürlich, ich gebe zu, dass das schwer, vieles schwer zu verstehen ist. Ja, vieles ist schwer zu verstehen. Aber das ist genau, was ich meine. Du gibst einem die Bibel in die Hand. Lies selber. Denn es heißt, überprüf in der Bibel. Ja, was ist ein Ältester? Ein Ältester ist hier Schüler. Ich gebe dir den besten Lehrmeister, Jesus Christus. Nicht mich. Ich bin kein Stellvertreter Jesus. Ihr macht euch ja alle zum Stellvertreter Jesus Christus und ihr kritisiert den Papst in der Kirche. Ihr macht euch ja selbst zu Papsten.
meine lieben Freunde. Übertrieben gesagt und hart, ja? Um euch aufzuwecken, ja? Dann sagt ihr dem, wenn du etwas nicht verstehst, frag meine Geschwister, ja? Oder frag mich, wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir, diese Fragen, die du hast, zu verstehen. Doch hier hast du den Lehrmeister selbst. Und das ist genau das, was du hier auch sagst. Ja? Die Wahrheit steht in der Bibel. Stimmt. Doch die absolute Wahrheit ist nur Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Ja? Nicht wir Zwischenhändler, wir Zwischenapostel oder sonst was. Ja? Oder Zwischenbotschafter oder Papst oder Stellvertreter Gottes. Wir geben das Wort Jesus Christus, das Wort selbst Gott mit. Wenn er etwas nicht versteht, dann dienen wir, dann sagen wir, ja, ich diene dir, ich versuche dir zu helfen, zu verstehen. Ja, aber nicht, hör mir zu, ich erkläre dir schon, ja. Da brauche ich ja gar nicht mehr zu überprüfen. Warum soll der Mensch Zeit verlieren, dir zuzuhören und dann nochmal, ja, zu überprüfen? Lies selber und somit überprüfst du gleichzeitig selbst, was du da liest, ja. Und wenn man etwas nicht versteht, dann kann man auf die Geschwister zugreifen, auf die Gemeinde, ja? Es steht sogar wortwörtlich geschrieben, dass er Gott ist, ja? 1. Johannes 5, Vers 20, ja, da steht geschrieben, wir wissen aber, ich zitiere jetzt die Schlachter, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, ja, also der Sohn Gottes kam ja, um uns den Heiligen Geist zu geben, damit wir Gott erkennen können, richtig? Also den Wahrhaftigen, das ist der allmächtige Gott, der wahrhaftige Gott, ja, und davon gibt es nur einen. Weiterhin steht geschrieben, und wir sind in den Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Meine lieben Geschwister, genauso wie in Offenbarung 1,8 ist das, glaube ich, geschrieben steht, dass Jesus der Allmächtige ist. Was für wunderbare Worte. Jetzt kommen Christen, gerade die messianischen Leute, sagen, ja, damit ist der Vater gemeint und nicht der Sohn. Da bei diesen Leuten, ich habe solche Gottesdienste besucht und ich habe nicht den Heiligen Geist bei ihnen gesehen. So, das muss man hier auch ganz klar und deutlich sagen. Und wenn man den Heiligen Geist nicht hat, dann kann man Gott auch nicht erkennen. Ja, und da will ich auch niemanden beleidigen oder zu nahe treten. Das sind einfach Tatsachen. Und genauso hier, meine lieben Geschwister, möchte ich jetzt auch ein paar Takte über... Die Voraussetzung, lieber Bruder, ist das, was in der Bibel steht. Wer den Heiligen Geist nicht hat, kann Gott auch nicht erkennen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, denn sonst könnten wir alle Gott nicht erkennen. Denn der Geist, der Heilige Geist, ich werde euch den Geist geben. Ja? Da ist jetzt jemand in Peru... Oder sagen wir mal irgendwo in Brasilien, ein Indio-Star. Der Heilige, ja, Jesus, ja, der kommt und er will manchmal Menschen und kommt in ihren Träumen, ja, ja, ja. Aber das passiert ja nicht weltweit und zu jedem. Ja. Diese Menschen haben gar nicht den Geist. Würden sie den Geist haben, den Heiligen Geist Gottes, würden sie unseren Geist ja erkennen, unseren Gott ja erkennen. Was ist die Voraussetzung, Gott zu erkennen? Es steht in der Bibel, wie du selber sagst, lieber Bruder. Wer nicht in der Liebe ist, hat Gott nicht erkannt. Ja. Dann, somit weiß man, dass man unser Gott erstmal Liebe ist. Sie erkennen unser Gott, weil unser Gott Liebe ist. Wenn der Liebe ist, erkennt einen liebenden Gott unseren Gott. Ja? Und somit kann man ihn von Jesus überzeugen, denn Jesus ist Liebe und dann kommt der Heilige Geist in ihn. Ja? Wenn wir Gott nicht erkennen, weil wir den Heiligen Geist nicht haben, ja, mal übertrieben gesagt, dann Gott hat die Erde erschaffen. Nehmen wir mal, Gott hat die Erde erschaffen, die Menschen erschaffen. Hat sich aber nie gezeigt, nie Propheten geschickt, auch Jesus nicht geschickt und sagt, guck mal gucken. Mal gucken, ob sie erkennen. Da muss er doch den Heiligen Geist in alle diese Menschen einfügen, um ihnen überhaupt erstmal eine Chance zu geben, ihn überhaupt zu erkennen. Ja? Hier sagt Gott, wenn du ein liebender Mensch bist, wirst du die Chance haben, weil du ein liebender Mensch bist. Ja? Wirst du die Chance haben, von Jesus Christus zu hören und dann diesen liebenden Gott, auf den du auf der Suche warst, wenn du suchst, wirst du finden, sagt Jesus Christus. Und wenn du in der Liebe bist, wirst du diesen liebenden Gott natürlich finden, suchen. Und das sagt euch hier Jesus. Hört nur auf Jesus, sage ich euch immer. Ja, er ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, wer sucht, wird finden. Wenn du natürlich ein hassender Mensch bist, wirst du, keine Ahnung, Allah, ja, als Gott finden und ihm folgen.
Wenn du ein liebender Gott bist, suchst du natürlich nach diesem liebenden Gott. Du hörst von Thor, sagst du, das ist ein griechischer Gottessohn oder Gott. Ja? Oder Odin. Ja? Und so weiter. Ja? Und wirst die dann ablehnen, weil du sagst, das hat ja mit Liebe nicht viel zu tun. Ja? Das ist, versteht ihr? Ja? Und dann hörst du auf einmal von Jesus Christus und die. Ja, und dann hörst du von Jesus Christus und dann sagst du, wow, das ist ja dieser Gott, nach dem ich gesucht habe. Das ist der Gott der Liebe. Ja, dann nimmst du ihn an und dann kommt der Geist zu dir. Ja? So. Und mal kurz vorweg, damit ihr mal sieht, wie das ist. Damit ihr mal sieht, wie das ist. Wir können uns alle, ja, unsere eigenen, sag ich mal, unsere eigenen Interpretationen ständig vorwerfen. Und dass du, falls du dieses Video siehst, Markus, mal siehst, wie das ist. Ja? Wenn man jemanden, ja, ich habe dir zum Beispiel viele Sätze korrigiert, nach meinem Verständnis, und siehst du, was hier passiert? Ja? Soll ich jetzt sagen, ihr könnt Markus nicht zuhören und ihr könnt mir nicht zuhören? Soll ich das hier sagen, lieber Bruder? Nein, hört Markus zu, denn er ist in der Liebe, er sagt sehr viel richtig, ist noch nicht so lange Christ, tut mir leid, das ist meine Meinung. Ja? Doch das ist alles ein Prozess. Und was sage ich? Hört Markus zu, hört ab, hört jeden zu, solange er nicht absolut Falsches lehrt, zum Beispiel wie Gerichte auszusprechen, sagen, Homosexualität ist erlaubt. Es gibt ja viele Christen, ich weiß nicht, warum ihr ständig wieder Sachen erwähnt, wie es gibt Leute, die sagen, Jesus ist nicht Gott, das wissen wir schon seit 2000 Jahren, ja, dass Menschen gibt, die sagen, Jesus ist nicht Gott, das wissen wir schon längst, ja. Es gibt Leute, das sind viel, viel gravierende Fehler. Es gibt Leute, Katholiken oder andere Gläubige, die sagen, das ist erlaubt. Ja, jetzt fängt es sogar schon an, dass Männer zwei Frauen heiraten, weil ja der eine Prophet auch mehrere Frauen hatte. Ja? Das sind viel gravierende Fehler. Ja? Und was kann passieren? Diese Menschenverliebtheit, Unstudierte, werden untergehen aus, ja, Mangel an Unwissenheit, ja, und an Nichtstudieren. Sie sagen, oh mein Gott, ich will kein Moslem sein, weil da kann ich ja auch vier Frauen heiraten, aber jetzt tut das Christentum, tut ja einer von den Christen das auch erlauben, aber ich muss nicht die Sachen wie im Islam machen. Ja? Menschenverliebtheit, Wunschdenken, ja? Eigene Bedürfnisse, seine eigenen Bedürfnisse stillen zu wollen, sich diesem Mann jetzt anschließen. Ja, wisst ihr, was gerade hier passiert? Ich habe es schon vor einem Jahr gewarnt, dass sich jetzt die Glauben so in viele... Die Wurzel des Glaubens in so viel Wege verteilen werden, ja, und wir sehen das jetzt hier gerade, ja, dass in Indien sogar jetzt Leute Menschen fressen, die am meisten angehimmelsten sind von diesen Hindu-Glauben, ja, das muss man sich mal vorstellen, die sind am meisten respektiert von allen, die das Schlimmste machen, das muss man sich mal vorstellen, ja, die fangen auch irgendwie mit G an oder sowas, diese komischen Mönche da. Das habe ich vor einem Jahr gesagt, dass passieren wird, und es ist passiert. Ja, ist es nicht brutal? Und jetzt sehen wir, dass Menschen, Christen sagen, ich habe zwei Frauen, weil der eine das ja auch gemacht hat. Ja? Und wir nicht gegen wirklich gravierende Sachen vorgehen, weil der Mensch, der Jesus nicht erkennt, hat keine Liebe und somit kann er Gott nicht erkennen. Ja, ist ganz simpel. Ja? Aber wir müssen davor warnen, dass die Lehre, wir müssen den Menschen lernen, ja, das, was unsere Lehre sagt, ja, unsere Lehre sagt Monogamie, du sollst nur eine Frau haben, ja, und das, was David, der viele Frauen hatte, Salomon, der viele Frauen hatte, ja, dass das Fehler waren, was die Menschen gemacht haben, aber nicht in der Lehre der Bibel steht. Das ist viel wichtiger, dass wir solche Sachen aufklären, als wie, dass Jesus Gott ist, ja. Wenn jemand diese Fragen hat oder es kritisiert, natürlich tun wir ihn dann erklären. Aber wir brauchen nicht rumzurennen und sagen, Jesus ist Gott. Denn wer in der Liebe ist, hat Gott erkannt. Ja? Wir müssen aufpassen jetzt, dass das Christentum nicht noch weiter von Satan in noch viel mehrere Ärmel verstreut wird. Wir haben so viel Teilung im Christentum und es entstehen ständig weitere Teilungen. Ja? Ende 19. Jahrhundert. Ja? War das Ende 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas? Jetzt mit den sieben Adventisten, eine Prophetin, eine Frau, die glauben, dass da eine Frau eine Prophetin ist, ja, nach Jesus, ihr müsst nur eins wissen, ja, es kam Propheten, es kamen Jünger und dann kam Jesus, und nach Jesus soll noch jemand kommen,
Nach Jesus soll nochmal jemand kommen, natürlich jemand, der lernen kann, der groß begabt ist, von Gott vielleicht sogar gelenkt ist, ja. Aber warum sollen nochmal Denominationen erschaffen werden? Jede Denomination, die nach Christus erschaffen worden ist, ist falsch, ja, und Spaltung Satans, ganz klar. Denn es steht nirgendwo, du bist Katholik, du bist Evangelist, du bist Siebenadventist, da steht nirgendwo. Sie konzentrieren sich auf eine Sache des Glaubens, konzentrieren sich darauf, versuchen damit die Menschen, ja, für sich zu gewinnen, dass sie ihre Bücher kaufen, dass sie ihre Spenden bekommen, blablabla, ja. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Jünger seid, entweder ihr sagt, ich sag's euch knallhart, ja, ihr tut alle Denominationen abschwören. Schwört jede Denomination ab. Jede. Und nennt euch ab jetzt Jünger Jesus. Wenn ihr meine Jünger seid, glaubt ihr, der hat das nur zu diesen 12, glaubt ihr, habt das nur zu den 12 Aposteln gesagt? Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Versteht ihr? Wenn ihr Jesus Christus nachfolgen wollt, seinen Weg, er die Tür ist, ja, dann seid ihr seine Jünger. Und nicht Katholiken, Evangeliken, Siebenadventisten, Baptisten, Charismatiker oder was auch immer. Ja? MCM sagen. Jetzt nicht, um ihn zu beleidigen, das sei ferne, ihr wisst, dass das nicht meine Art ist. Aber das, was MCM macht, ist gefährlich. Und ich weiß, dass viele Christen MCM gucken. Und auch ich damals, ja, als ich zum Glauben kam, da habe ich auch zu Anfang MCM-Videos geguckt, weil die waren einfach gut gemacht, ja. Und da muss ich sagen, der hat da echt viel Arbeit reingesteckt, ja. Und auch sich was dabei gedacht, ja. Das machen viele Christen überhaupt gar nicht, sich Gedanken um ein Thema, um dann etwas Vernünftiges abzuliefern. Aber das Problem ist, ja, das sind Sachen, wie das MCM zum Beispiel einmal gesagt hat, dass er mit Nature 23 ein und derselben Meinung ist. Ich habe jetzt auch nichts persönlich gegen die beiden, ja. Es geht jetzt nur um die Lehre, ja. Ich bin ja schon oft genug als Ostereierchrist angegriffen worden, wo ich auch nicht so gesagt habe, ja, weil ich da einfach keinen Sinn sehe, sich da zu streiten. Abgesehen davon feiere ich gar keinen Ostern, auch kein Weihnachten oder Nikolaus und wie die ganzen Feste heißen, ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, MCM hat gesagt damals, ja, dass er ein und derselben Meinung ist mit Nature 23, dass wir irgendwann wie bei Independence Day hier so ein großes Raumschiff haben werden, wo dann Außerirdische kommen werden und alle abschlachten werden, alle Juden, die nicht nach der Tora gelebt haben. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn jetzt? Ja, genauso hat er aber auch mal gesagt, dass Zeugen Jehovas Geschwister sind, auch wenn sie nicht alles ganz richtig machen, es sind unsere Geschwister. Ja, und Zeugen Jehovas sind vielleicht seine Geschwister, weil MCM nicht glaubt, dass Jesus der allmächtige, wahrhaftige Gott ist. Und Zeugen Jehovas glauben das auch nicht. Genauso hat MCM auch gesagt, es gibt keine ewige Hölle, keine ewige Verdammnis, obwohl das Wort Gottes genau das Gegenteil lehrt. Ja? Und er kam dann mit Äon, ja? Aber Äon, das bedeutet im Kontext, je nachdem, kann man dazu auch Ewigkeit sagen. Ja? Da gibt es schon Ähnlichkeiten theologisch bei den Zeugen Jehovas. Und bei MCM. Oder es gibt auch Punkte, wo er gesagt hat, wenn man hier jetzt sterben sollte, dann ist das nicht so schlimm, ja, wenn man vorher Jesus nicht angenommen hat, weil dann kommt ja Gericht und so und dann kann man sich vor Gericht nochmal bekehren. Also das sind Sachen, meine lieben Geschwister. Bei aller Liebe, ich will diesen Mann nicht angreifen, ja, aber hier muss ich einfach mal sagen, das ist unbiblisch. Und hier musst du auch dich selbst mal überprüfen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Hier musst du dich einfach mal überprüfen und überlegen. Du kannst nicht Abdul Memra und MCM hören. Theologisch passt das überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Wege. Der eine Weg führt nach links, der andere Weg führt nach rechts. Das geht nicht. Total unbiblisch. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Das geht nicht, meine lieben Geschwister. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja? Wir haben vier Evangelien. Jeder weiß, dass sich da manche Wörter unterscheiden, doch sinngemäß richtig sind. Tun wir jetzt hier auf vier Hochzeiten heiraten? Tun wir hier auf 12 Hochzeiten tanzen, lieber Bruder? Wenn wir nach den Aposteln gehen. Wenn das Fundament die Aposteln sind, auf wie viele Hochzeiten tanzen wir eigentlich? Auf 12. Wenn du erwartest, dass wir auf eine Hochzeit tanzen, dann ist das Jesus Christus. Seht ihr? Das ist, was ich meine. Hier wieder erzählt er von MCM. MCM ist auch noch nicht so lange Christ. Nature ist auch noch nicht so lange Christ. Gibt ihnen Zeit. Und
wenn sie Fehler machen, das finde ich ja auch in Ordnung von Markus Ahmed. Das ist ja auch in Ordnung, was er tut. Ja, die Fehler anderer aufzudecken, das muss man tun, damit andere nicht verfallen. Dass man nicht aus Menschenverliebtheit verfällt. Das ist ja gut, was Markus von Ahmed macht. Ja? Nur, was er falsch macht, ist zu sagen, sie nicht mehr anzugucken, das ist was anderes. Denn, wenn ihr seht, dass jemand, wie soll ich sagen, antichristlich, ja, sich verhält, dann sage ich selber, ja, ich gucke den mir nicht mehr an. Weil das ist antichristlich, Gewicht abzuhalten. Das ist antichristlich, tut mir leid, ist meine Meinung. So. Aber jemand, der mal was von Alien erzählt und du das sogar noch nachvollziehen kannst, weil die Bibel ja selber warnt, dass wir glauben, ja, dass Menschen von außen Leute von außen kommen werden, ja, wir werden glauben, dass es Außerirdische sind, so in der Art. Doch in Wirklichkeit sind es Dämonen und sie werden uns derart Wissen bringen, dass wir auf sie vertrauen, ja, und dann die Abtrünnigkeit kommt, wir an den Gottesglauben verlieren. Davor warnt ja die Bibel. Wenn der MCM das jetzt so interpretiert, dass das jetzt wirklich welche kommen, ja, ich habe das Video selbst nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, so wie du das sagst, wenn er das so interpretiert, dann hat er das eben noch nicht richtig verstanden. Es heißt nämlich wirklich, dass die Dämonen uns täuschen wollen, als ob jetzt Wesen außerhalb der Erde kommen werden, wir ihnen das Vertrauen geben, weil sie so viel Wissen haben und wir, ja, abtrünnig werden. Der hat das halt eben falsch interpretiert. So, jetzt muss man ihm Zeit geben, und das machst du ja auch hier richtig, sagen, was er falsch gemacht hat. Aber wir können ihm nicht jetzt deswegen sagen, ja, weil er es ja sogar teilweise davor warnt, was ungefähr passieren wird. Das ist ja sogar Teilwahrheit, was er da sagt. Ja? Sie werden kommen mit unmesslicher oder Wissen, werden ihnen vertrauen, ja, und abtrünnig werden. Mal sinngemäß hier, dass man es versteht. Er hat eine Teilwahrheit gebracht. Man muss sie nur richtig wieder darstellen, ja, aber nicht sagen, ihr könnt nicht auf anderen Hochzeiten tanzen, weil wir tun auf keine Hochzeiten tanzen. Eine Hochzeit ist ein Bund, mein lieber Markus. Das heißt, wir würden uns dann auch an ihn binden. Hier tust du schon wieder eine Suggestion machen und Menschen, ich sag mal, vorurteilen, was sie eigentlich tun. Eine Hochzeit ist ein Bund. Wir haben keinen Bund mit MCM, wenn wir uns ihn anhören. Das Gute behalte, das Schlechte verwerf. Wir hören uns ihn an. Oder dich, oder wen auch immer, ja, aber wir gehen keinen Bund mit dir ein. Wir verpflichten uns nicht dir oder jemand anderen. Wir fokussieren uns nicht nur auf dir, ja, versteht ihr das? Ich empfehle euch, hört jeden an, jeden, ja, jeden, und wie Gott sagt, das Gute bald und Schlechte verwerft. Er hat dir die Lösung, nicht wir haben die Lösung, nochmal, nicht wir sagen, hör dir den nicht mehr an, wenn Gott doch sagt, wenn du ihn dir angehört hast oder anhören willst, bald das Gute oder Schlechte verwerf. Gott sagt hier nicht, ja? Er warnt uns vor den Antichristen und vor Satan, vor den falschen Propheten, vor den falschen Jesusen und falschen Propheten, ja? Ist aber jemand, der Teilwahrheit spricht, noch nicht so lange Christ ist, gleich ein falscher Jesus, ein falscher Prophet? Reklamiert er denn, ein Apostel zu sein? Reklamiert er denn von früher halt die Menschen im Alten Testament. Reklamiert er denn, ein Prophet zu sein? Sagt er das denn von sich selber? Oder sagen sie, das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung? Ja? Und sagen und geben hier ganz klar mit, das ist meine Überzeugung. Wenn jemand sagt, das ist meine Überzeugung, gibt er damit gleich zu, ja, dass er noch lernen kann. Gerade von dir, lieber Markus. Ja? So. Also, liebe Geschwister, ich glaube, ich mache jetzt mal Stopp. Oder lass dir einfach jetzt nur noch durchlaufen, die letzten 7 Minuten, falls da noch was Wichtiges kommt. Und jetzt mal hier gleich am Ende, ich sage das jetzt extra hier am Ende, seht ihr, was hier passieren kann. Wir können uns gegenseitig jeden Satz umdrehen und verbessern und anders darstellen. Ja? Und damit ihr mal seht, wie das ist, wenn man jemanden angreift. Wenn man jemanden angreift, gibt man selbst, ja, Fläche, angegriffen zu werden. Denn ein Christ greift ein Christ nicht an. Wenn ein Christ einen Christ angreift, gibt er Fläche, anderen anzugreifen. Deswegen sage ich euch, bleibt in Jesus Christus. Ja, er sagt, das Gute bald und das Schlechte verwerf. Ja,
Und damit hat sich das. Wir sagen nicht, wie ihr mit anderen Geschwistern umgehen sollt. Ich warne selber ganz klar, jemand, der Urteil abspricht und sich bisher das nicht eingesehen hat, den Fehler eingesehen hat, sich entschuldigt hat, sage ich selber. Jemand, der das Gericht spricht, ja, wie zum Beispiel, wie ich in meinen Videos gesagt habe. Jemand, der wählt, wenn jemand sagt, jemand, der wählen geht, ist kein Christ, damit heißt das, wenn er kein Christ ist, geht er doch in die Hölle, oder? Laut Bibel. So. Wer den Willen des Vaters nicht tut. Damit heißt das, du hast ein Gericht hinzugefügt. Du hast Gericht gesprochen, das steht gar nicht in der Bibel. So steht doch gar nicht in der Bibel. Ja? Oder wie ich in den letzten Video gesagt habe, wir sind in der Wüste, ich habe Papier in der Hand und wir haben so viel Hunger, nichts gegessen, dass wir zu zweit in der Wüste sind. Der andere mir sagt, mir egal, jetzt gib mir das Papier, ich will das essen. Ich habe so viel Hunger, mir ist so scheißegal, ich esse jetzt sogar das Papier. Und ich würde ihnen dann sagen, ja, wenn du das Papier isst, kommst du in die Hölle. Das ist Gericht. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, wenn Menschen solche Aussagen machen, dem braucht man nicht mehr zu, das sage ich ja dann auch, ja. Aber das sind dann wirklich Extrembeispiele. Aber weil, wenn jemand Teilwahrheiten spricht, noch nicht so lange Christ ist, ja, in der Liebe ist, ihr fühlt doch, ob jemand in der Liebe ist, ja, wie er sich verhält und sonst was. Ihr habt zum Beispiel gesehen, dass Nature und MCM nie aggressiv, nie mit Hass oder sonst was erfüllt waren, dann müsst ihr denen Zeit geben und das, was du richtig machst, ja, ist, denen Fehler aufdecken, die falschen Karten abzuschleifen. Das müssen wir tun. Ja, wir wollen ja auch unsere Geschwister helfen und in den Himmel zu bringen. Ja, aber, wie gesagt, nicht zu krass, nicht zu krass. Petrus und Paulus haben sich so oft missverstanden, beide. Sind die beide jetzt voneinander gegangen und haben jeden in seinem Glauben, in seinem Verständnis, in seiner Interpretation gelassen? Oder waren sie so lange zusammen, bis sie endlich einen Nenner hatten? Versteht ihr das? Ja? Und du sprichst von der apostolischen, dass unser Fundament die Apostel sein sollen. Und ich sage selber immer, ja, Jesus Christus ist die einzigste Wahrheit, aber nehmt euch die Geschichten und das, was passiert ist, bei den Aposteln, bei den Propheten und so weiter, als Beispiel, als Lehren, wie ihr daraus lehren könnt, zum Beispiel, dass David viele Frauen hatte, aber falsch war laut Lehre, genau wie Salomo, dass wir das eben nicht tun sollen, ja, dass wir das lesen sollen, ja, obwohl wir wissen, dass sie falsch gehandelt haben, sie haben Fehler gemacht, gravierende Fehler, und dennoch respektieren wir sie heute. Und heute sollen wir einen Menschen nicht respektieren, der nicht mal eingegeben ist von Gott, der nicht mal vor Gott selbst Jesus Christus war, sollen wir heute gleich abstempeln. Nochmal, ja, ich will kein Heuchler sein, Menschen, die Urteil richten, die haben bei mir auch verloren, ja, die Gericht sprechen, bis ich irgendwann mal erfahre, dass sie sich entschuldigt haben, es eingesehen haben, dann ist wieder alles gut, wir vergeben ihnen, ja, denn ihr könnt von Glück reden, jeder, der Fehler tut, ja. Ihr könnt, stellt euch vor, die Menschen würden keine Fehler machen, dann könntet ihr denen nicht vergeben, wie soll euch da vergeben werden? Ja? Ihr könnt euch sogar noch glücklich schätzen, wenn Menschen Fehler machen, denn dadurch, dass ihr ihn vergibt, kann auch Gott euch vergeben. Ja? Und das ist Liebe. Ja? Stempelt nicht immer gleich alle ab. Prüft anhand der Schrift, was richtig und falsch ist. Ja, hier auch nochmal zu MCM. Ich meine es nicht böse, ja. Ich finde, die Videos sind echt gut gemacht, ja, aber die Lehre ist leider komplett bergab, muss ich einfach mal so sagen, ja. Ja, und somit gibt es ganz viele verschiedene Bewegungen, ja, die gefährlich sind. Ich habe es hier mal aufgeschrieben, Mormonen zum Beispiel, ja. Ich hatte mit Mormonen mal gesprochen gehabt an einem Büchertisch. So, Leute, und hier mache ich schon Stopp, weil es wird mir hier wirklich zu viel. Nachher stehe ich ja noch schlechter. Das ist genau das, lieber Markus. Wenn ich nur Mormonen höre, wenn ich nur dieses Wort höre, weiß ich sofort, da habe ich überhaupt nichts verloren. Du wirst jetzt anschließend sagen, dass du auch mal da warst und was sie so erzählt haben und blablabla. Leute, wenn ihr schon hört, Zeugen Jehovas, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, ja, der etwas bezeugen kann. Ja, vor einem Gericht, du gehst vor einem Gericht und bezeugst, dass der das Auto geklaut hat, du hast das gesehen mit eigenen Augen, du bezeugst es. Wir können als Christen bezeugen, dass Jesus Christus Gott ist, weil der Geist ja in uns ist. Das ist was anderes. Dass Gott erscheint uns, wir haben manchmal, ja, gewisse Sachen, wir fühlen, somit können wir bezeugen, weil wir fühlen, Erscheinungen haben, sehen, hören, ja, können wir bezeugen. Aber das ist bei Jesus Christus, ja, und hier sagen die Zeugen Jehovas von vornherein,
dass sie alle Zeugen Jehovas sind. Was bezeugen sie denn? Sie bezeugen, dass Jesus Christus nur ein Engel ist. Wo denn, wenn selbst antibiblische, außerbiblische Quellen sagen, dass Jesus existiert hat. Für sie zwar nur, also wissenschaftliche zum Beispiel, die sagen, dass der Mensch hat existiert, für sie war es nur ein Mensch. Also die meisten außerbiblischen Leute, die bestätigen, dass Jesus hier existiert hat, bestätigen schon mal ihn zumindest als Mensch. Ja? Menschen, die 100 Jahre, 50 Jahre, 80 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre Bücher nach ihm außerbiblisch geschrieben haben, bezeugen, dass er existiert hat, zumindest als Mensch, und sie sagen, er war nur ein Engel. Wie können sie das bezeugen? Versteht ihr? Da brauche ich doch da gar nicht hinzugehen. Und wenn ich so ein Wort lese wie Mormonen, höre, da brauche ich überhaupt gar nicht hinzugehen. Da war ich doch von vorne rein und ich brauche überhaupt zu keiner Gemeinde gehen, die sich nicht Jünger Jesus nennt. Denn da oben, die Gründer, zumindest die Gründer, sind in der Spaltung Satans. Ja? Die Gründer dieser ganzen Denominationen gehören zur Spaltung Satans, um sich an dem Christentum zu bereichern. Um das mal ganz klar auszudrücken. So, ich spüle mal jetzt so ein bisschen vor, gucke, ob noch was wichtig ist, ansonsten machen wir Stopp, ihr Lieben. Komm im Namen Jesus Peter und da, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Jeff, nee, Thomas, keine Ahnung. Ist egal, Jesus Christus, der Erzengel Michael, das sagen sie niemanden darum, ja, auch meine Mutter und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber sind von Jehovas heraus entstanden. Aber der größte Teil ist nun mal so, wenn du mit Katholiken sprichst, die werden dir nie kommen und sagen, ich glaube an Jesus, ich bin ein Gotteskind. Sie werden immer sagen, ich bin katholisch. Ich bin katholisch, ja. Ja, hier sagt er nochmal was sehr, sehr Wichtiges, ganz genau das mit dem Katholizismus, das ist, was ich sage. Ja, hier sagt er das auch. Die Menschen sind zu peganisch, zu Menschen verliebt. Ja, das ist genau das, was er hier sagt. Das sagt er hier gerade wunderbar. Ja, sie kommen mit, ich bin Katholik. Und das stimmt wirklich. Ich bin Katholik. Ja. Und himmel die Maria, Mutter Gottes an und blablabla. Das sagt er jetzt hier auch in dem Video, dass die Menschen die Maria da anhimmeln. Ja. Und Mutter, heilige Mutter nennen. Dabei hat Gott nie eine Mutter gehabt. Sagt er jetzt hier in dem Video. Ich spiele aber trotzdem vor. Ja. Und guck mal, ob da noch was Wichtiges ist. Deshalb wundere ich mich schon heutzutage eigentlich gar nicht mehr, was da heute alles so los ist. In unseren Gemeinden allgemein, ja. Genau, noch eine ganz gefährliche Sache. Und da muss ich auch hier Schluss machen, meine lieben Geschwister. Und zwar, was sich noch eingeschlichen hat in die heutige Gemeinde unter den heutigen Christen, ja. Man sieht immer wieder unter diesen Gefällt mir Klickseiten, ja. Nicht nur, dass der eine Roger Libby gut findet und dann noch Johannes Hartl und dann noch glauben, dass der Herr Jesus Christus schon wieder da ist. So, ihr Lieben, das sind Menschen, die für Gott arbeiten, sage ich jetzt mal, ja. Das ist alles gut, ja. Amir, Roger Libby, egal, du, wir alle Christen, ja. Arbeite ich für Gott, das ist alles gut. Soll er jetzt nur einen Klick geben, den er am besten gefällt? Soll er jetzt von den 12 Aposteln nur dem Paulus einen Klick geben? Soll er jetzt sagen, Paulus war der Beste? Sagst du nicht, dass wir nach den Aposteln gehen sollen, die 12 sind? Ja? Sollen wir jetzt nur einem einen Klick geben? Lieber Bruder, ja? Lieber Bruder, du kannst mal davon ausgehen, dass die 12 Apostel nicht einstimmig das Wort verkündet habe. Warum haben wir denn nur 4 Evangelien und nicht 12? Habt ihr jetzt verstanden, liebe Christen? Habt ihr das jetzt verstanden? Warum haben wir 4 Evangelien und nicht 12? Weil 4 einstimmig war. Ja, zu 99%, sage ich jetzt mal. Sinngemäß zu 100%. Habt ihr verstanden? Sollen wir jetzt nur 4 Klicks geben? Wenn du doch sagst, wir sollen 12 Klicks geben, wir sollen nach den 12 gehen. Warum haben wir denn nur 4 Evangelien, wenn wir nach den Aposteln gehen sollen, die 12 sind? Sollen wir jetzt, wir haben in der Bibel nur 4 Klicks gegeben. Lieber Bruder, was heißt wir? In der Bibel, wenn man das mal so nimmt, wie du gerade gesagt hast, haben wir nur 4 Leuten von den 12 Klicks gegeben. Denn nur die 4 stehen da drinnen als Evangelien, sage ich jetzt mal. Das versteht ihr. Leute, ich gebe zu, ich will nicht hochmütig klingeln oder arrogant. Ich gebe zu, es ist ein Riesenvorteil, wenn man schon als Kind Christ war.
Ja? Deswegen gebe ich euch eins mit. Sagt immer meine Meinung, ja? Wie ich denke, was ich glaube, das sage ich auch oft, ja? Dann ist es in Ordnung. Dann könnt ihr sprechen und dann ist es in Ordnung, wenn ihr auch mal einen korrigieren wollt und dann sagt, ich denke, dass es aber so ist, dann ist das viel besser, als wenn ihr sagt, ihr könnt nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, wenn ihr selber Fehler macht. Wenn ihr selber das kritisiert, was ihr selber lehrt, ja? Ihr sagt, tut nicht da ein Klick, ihr könnt nicht da und da Klicks machen, ihr könnt nicht sagen, da und da, macht nicht da und da Klicks, wenn du doch selber sagst, wir sollen 12 Menschen Klick machen. Wir brauchen nur einen Klick, du sagst es hier ganz genau richtig, wir brauchen nur einen Klick zu machen. Wer ist dieser Klick? Jesus Christus. Gefällt mir, ja? Und nicht 12, ja? Da ist, der lebt ihrer Meinung nach, ihrer Auslegung nach, lebt er in Chinatown und ist eine 30-jährige chinesische Frau. Leute, lasst die Finger von solchen Sekten. Da hat er recht. Ja, die Sekten, das geht noch viel tiefer. Hier, da gibt es ja noch... Da hat er recht. Es gibt echt, das ist ja, was ich meine. Es wird immer, immer extremer. Die Aufteilung des Christentums wird immer schlimmer, immer schlimmer. Ich habe vor einem Jahr gewarnt, euch prophezeit, sage ich jetzt mal, dass das passieren wird. Den verschiedenen Geistern, ja, früher war das so, die Menschen waren mehr zusammen, mehr in der Gemeinde. Jetzt haben wir das Internet, sind mehr zu Hause. Man spricht gar nicht mehr der eine Mensch mit den anderen und man adaptiert sich weniger. Man tut mehr seinen eigenen falschen Geist oder falsche Interpretationen glauben, weil man nicht viel mehr in der Gemeinde ist, christlich wie auch gemeindemenschlich, ja, und guckt, was sagt denn der andere? Bin ich überhaupt richtig? Hin und her. Man guckt im Internet ganz alleine, ja, tut Informationen in seinem Kopf. Und das ist, was ich schon vorher gewarnt habe, dass diese Sachen jetzt passieren werden, gerade durch das Internet. Ja. Wir schließen uns ein, denken alle, wir sind die Superchristen, verstehen alle ganz alleine, ja, was das Richtige und das Falsche ist. Und hier hat er in einem Recht, dass wir uns vielleicht von den Aposteln, was wir lernen können, ist, dass wir eine Gemeinde haben müssen, dass wir von den einen oder anderen lernen, uns nicht einschließen, einer für sich alleine, denn dann passieren so gravierende Fehler. Der eine kommt und sagt, ich kann zwei Frauen heiraten, wenn David mehrere Frauen geheiratet hat. Es wird das Schlimmste des Schlimmsten kommen, was ihr euch noch nicht mal vorgestellt habt. Das habe ich euch vor einem Jahr gesagt und das ist genauso passiert. Jetzt tun Christen behaupten, sie können mehrere Frauen heiraten. Jetzt kommen Hinduisten, ja auch in anderen Religionen, die behaupten, die können Menschen essen und hin und her sind noch die. Ich habe das euch gewarnt als Beispiel. Ich habe das als Beispiel genommen. Ja, nur als Beispiel, so auf 8 Monate, dass das so etwas passiert. Auf einmal passiert es. Ja? Ich habe es vorher gesagt, dass das passiert. Ja? Oder warum passiert es, die Hindus? Ja, sperren andere ein, sperren die ein, töten die Schlange auf den Kopf und fressen die noch halb lebendig. Ja? Und habe doch in 8 Monaten davor gewarnt, dass das passiert und ist eingetroffen. Ja? Ihr Lieben. So, wie gesagt, hier wollte ich euch nur mal verdeutlichen, wie das, was passieren kann, wenn man andere kritisiert auf diese Art. Man gibt Angriffsfläche selbst. Man tut versehentlich heucheln. Ja? Man erkennt seine eigenen Fehler gar nicht. Ja? Wenn ihr euch darauf konzentriert, andere kritisieren, Christen anzugehen, geht andere Christen nicht an. Macht Antwortvideos, wie ich zum Beispiel, Antwortvideos wie so und so und so. Ich denke, ich meine so und so und so. Ja? Nur hier habe ich das jetzt extra, ich sage es extra am Ende, damit es am Anfang auch wirklich hart rüberkommt. Jetzt am Ende, ich sage euch, ich habe euch jetzt mal extra ganz klar und deutlich, ja, zeigen wollen, was ihr in Deutschland da eigentlich gerade macht. Ja? Hört euch Markus von Ahmed an. Ja? Hört ihn an. Ja, ich gebe zu, ich bin schon ein bisschen viel weiter, ich bin viel strikter, das tut mir auch leid, ich werde viele von euch nicht mehr angucken, aber weil ich halt eben viel strikter bin und ich weiß, was Hochzeit bedeutet, ja, ich weiß, ich bin der Weg bedeutet, was bedeutet, der einzigste Zeuge ist der Vater, Sohn, der Heilige Geist, weil ich weiß, was bedeutet, vertraut nicht der Mensch und seid ihr verflucht, ja, und viele von euch seid noch nicht so weit und viele Lehrer sind auch noch nicht so weit, deswegen, ja, guckt ihn euch an, das Gute behaltet, das Schlechte verwerft. Fertig. Mit denen gehabt und ich kann euch sagen, meine lieben Geschwister, lasst die Finger davon. Sehen ja, wer wurde errettet? Damals wurde nur Lot und seine beiden Töchter errettet. Der Rest wurde, und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht. Sag mal, Leute, wir müssen wachsam sein. Dies alles, meine lieben Geschwister, habe ich zu euch gesagt. Nicht damit ihr betrübt werdet, sondern
mal schaut, was ist eigentlich das apostolische Fundament, wie sieht das aus? Ich möchte, dass ihr bitte ehrlich zu euch seid, dass wir... Ja, hier schon wieder kurz am Ende, wir sollen gucken, wie das apostolische Fundament ist. Das apostolische Fundament ist, die haben sich bis Jesus Abschied ja, noch nicht richtig verstanden. Das ist das apostolische Fundament. Sie haben, der eine hat gezweifelt, hat Jesus vom eigenen Gesicht gehabt. Und wenn Jesus mal weggegangen ist, hat er selber gesagt, der Sohn hat gezweifelt. Sollen wir Zweifler sein? Sollen wir, bleibt einfach bei Jesus, Leute, ja? Bleibt einfach bei Jesus, ist doch ganz einfach. Ja? Wer den Menschen vertraut, sei verflucht. Die Wahrheit und, ja. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind die einzigst wahren Zeugen. Bleibt, ich sag mal knallhart, bleibt weg von den Menschen. Bleibt weg von den Menschen. Petrus hat auch gedacht, dass vor 2019 Jahren die Endzeit kommen wird. Versteht ihr? Wir Menschen sind fehlerhaft. Das ist, was ich euch sagen will. Wir sind fehlerhaft. Jesus ist nicht fehlerhaft. Also auf wen baut ihr? Auf Jesus. Sagt den Leuten, hier hast du die Bibel. Du willst Christ werden? Lest die Bibel, lern die Bibel. Und ich kann das bezeugen jetzt hier mit diesem Fahid, der ständig von mir Fragen haben will. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, studier die Bibel, du musst die Bibel lernen, Jesus Christus annehmen, ja, dass der Heilige Geist in dich kommt, dass du das Christentum verstehst. Wenn du Fragen hast, frag mich, ich versuche dir zu helfen, wie ich kann, und frag meine Geschwister, sie werden dir helfen, denn wir lieben es, anderen zu helfen. Doch ich habe ganz klar erst gesagt, Bibel erst, lese die Bibel, studier selber, ja, denn wenn du mir vertraust, dann seist du verflucht.